sind in Taufkirchen an der Vils. Die Gemeinde liegt nordöstlich von München, rund 55 Kilometer entfernt. Wahrscheinlich wurde nahe der Vils eine Taufkirche gebaut, die dem späteren Ort den Namen gab. Taufkirchen gehörte dann zur alten Pfarrei Mosen, die bereits 769 das erste Mal erwähnt wurde. Heute leben in der Gemeinde über 10.000 Einwohner. Von München aus sind sie mit Bus und Bahn in 1,5 Stunden in Taufkirchen. Diese Taufkirchner haben uns Geschichten aus ihrer Heimat erzählt. Der zweite Bürgermeister Christoph Puschmann hat uns das berühmte Wasserschloss gezeigt. Dann haben wir den Bogen- und Sportverein besucht und uns im Pfeil- und Bogenschießen versucht. Außerdem haben wir eine ganz alte Handarbeitstechnik kennengelernt, das Klöppeln. Aber jetzt geht's erstmal ein paar Millionen Jahre zurück, bis zu den Dinosauriern. Wenn Sie einen 5-jährigen Sohn oder Enkelsohn haben, dann wäre das jetzt hier das Paradies auf Erden für die kleinen Kinder. Und der Peter Kapustin erzählt uns jetzt mehr darüber. Komm uns mal mit. Ja, servus Peter. Servus, hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Du, wie kommst du dazu, hier ein Dinosauriermuseum zu machen? Ja, wir hatten eigentlich schon lange eine Sammlung zu Hause im elterlichen Haus. Also du als Junge hast Dinosaurier gesammelt? Ja, mit meinem Vater zusammen. Ja, Dinosaurier ist vielleicht jetzt ein bisschen zu spezifisch. Ja. Fossilien. Fossilien, Fossilien, okay. Versteinerungen. Aha. Da sind wir auch selber in Steinbrüche gegangen, haben einfach, ja, man hat sich damals schon über Kleinigkeiten gefreut, wenn man es gefunden hat. Ja, und irgendwann ist halt die Leidenschaft immer größer geworden und das Wohnzimmer zu klein. Und nachdem dann der Höhlenbär und der Dinosaurier im Wohnzimmer standen, hat die Mama gesagt, die Sachen müssen vielleicht jetzt doch ein bisschen rausgebracht werden. Und dann haben wir Räumlichkeiten bekommen, haben einen Verein gegründet. Aber wie alt warst du da? Waren wir die Räumlichkeiten? Ja, also genau, also wo du dann deine Anfang 20. Sowas, okay. Ja, genau. Du warst immer noch voll Fieber, ja, für das Thema. Ja, es war nie ganz weg. Also das Thema war immer aktuell. Und als wir dann die Räumlichkeiten vom Landkreis bekommen haben, haben wir eben einen gemeinnützigen Trägerverein gegründet. Der trägt auch das Museum, die Freunde des Urzeitmuseums. Und ja, neben meinem Studium habe ich es dann umgebaut. Aber du hast nicht Archäologie studiert dann daraufhin? Wenn, dann wäre es übrigens Paläontologie Ach so, gewesen. Okay. Ja, aber ja, nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin Betriebswirt. Bist Betriebswirt? Genau. Okay, und das war jetzt dein Kindheitstraum, hier so ein Museum zu bauen? Oder hast du dir das nicht erträumt damals? Naja, also als Kind, glaube ich, träumt man jetzt nicht von einem Museum. Aber es war dann irgendwann so, dass die Leidenschaft für mich eher war, die Sachen zu zeigen, zu erklären, einen Bildungsauftrag letztendlich auch zu leisten, weil ich persönlich habe zu Hause überhaupt keine Fossilien, weil ich überhaupt kein Freitroh habe, wenn die Sachen bei mir daheim hängen und es kommt keiner sehen. Aber es ist viel schöner, wenn man die eben zeigen kann und vor allen Dingen die Art und Weise, wie man es zeigt. Nicht einfach nur in irgendwelche Vitrinen oder in irgendwelche Regale neilegt, sondern wie bei uns eben in Landschaften montieren, rekonstruieren. Du, jetzt bin ich gespannt. Zeig uns das mal. Ja, unbedingt. Okay, wo sind wir jetzt hier? Unter Wasser, oder wie? Genau, es plätschert, wenn man ganz genau hinhört. Das ist die Unterwasserwelt Süddeutschlands und zwar vor ungefähr 145 bis 180 Millionen Jahren. Da gab es Fischsaurier. Das ist ja unvorstellbar, eine lange Zeit. Das kann man eigentlich gar nicht begreifen, wie lange das her ist. Ja, aber trotzdem, die Urzeit begreifen, das versuchen wir dann trotzdem so zu vermitteln. Also sprich, wir haben eben viele Exponate so dargestellt, als könnte man hinfassen, man macht es aber nicht, um somit die Fossilien auch den Besucher näher zu bringen. Boah, was ist das? Ja, das ist das Originalskelett eines Mosasaurus. Er wird auch als der T-Rex des Meeres bezeichnet. Also das ist ein bis zu 20 Meter langes werdendes Reptil gewesen mit scharfen Zähnen. Ja, und den hat man hier in der Gegend irgendwo gefunden? Nein, den nicht. Den hat man nicht in der Gegend gefunden. Der kommt jetzt aus Nordafrika, die gab es aber auch in Amerika. Aber sie findet man trotzdem auch in den Niederlanden zum Beispiel. Also in Europa sind die auch bekannt. Und über uns hängt das Modell dazu. Ach, das sind die Fossilien, die gefunden wurden, und so sah er aus. Als Jungtier wohlgemerkt. Der hat jetzt nur ungefähr 7,5 Meter. Also das ist eigentlich ein Fisch als Dinosaurier? Kein Fisch, ein Reptil. Ach so. Ein Meeresreptil. Also das heißt, weil er aus dem Wasser rausgehen konnte. Ja, das und weil er eben Reptilien, genau, keine Kiemen, er musste Sauerstoff atmen. Also es ist auch ein Saurier und kein Dinosaurier. Aha. Die Dinosaurier waren die Tiere, die an Land gegangen sind. Aha. Und die Tiere, die in der Luft waren oder eben im Wasser waren, das waren nur Saurier. Okay. Ist eine Wissenschaft für sich. Ja. Und was sieht man jetzt hier noch? Das,
Hat man das hier gefunden? Oder ja, also die ganzen Helmplatten kommen aus dem Raum um Eichstätt, also sprich aus dem Altmühltal, sind ja bekannt dafür, für die Plattenkalke. Fliesen werden da draus zum Beispiel hergestellt. Und ja, die Fossilien sind eigentlich ein Nebenprodukt. Und bereits die Römer haben die ersten Fossilien entdeckt. Aber mittlerweile ist es natürlich so, dass wir genau wissen, was es zu finden gibt. Und die Artenvielfalt ist gewaltig. Kugelfische, Raubfische oder auch Krebse, Pfeilschwanzkrebs, ja, oder auch ein Spinnentier eigentlich, getrocknet, die gibt es immer noch. Gibt es immer noch? Ja, ja, und da ist das Fossil dazu. Nur das Tolle an dem Exponat ist, dass der uns eine Geschichte erzählt. Man sieht nämlich hier den Krebs, aber hier überall Spuren. Und diese Spuren lassen auf einen dramatischen Kampf eigentlich schließen. Der hat versucht, wohl aus seinem Panzer rauszukommen, um zu wachsen. Und er hat es aber scheinbar nicht geschafft. Das haben Wissenschaftler festgestellt, dass am Schluss ging ihm die Kraft aus und er ist dann am Schluss erstickt. Ja, und dann fangen eben die Fossilien auch Geschichten zu erzählen. Das sieht man jetzt hier an den Verfärbungen auch. Nein, nicht die Verfärbungen sind eigentlich jetzt nicht das Elementare, sondern die Art und Weise, wie er gegangen ist. Mhm. Also man findet immer wieder Spuren von Pfeilschwanzkrebsen. Aber in der Regel sind die gerade oder halt wie eine Schnecke und am Schluss, zack, ist er dann nur das Häutungshemd. Hier liegt die Leiche, aber die Spur ist so komisch. Und die Geräusche hier, das ist das. Ja, das sind die Geräusche fürs Unterwasser, ja. Ja, okay. Und ihr baut es gerade um, oder? So ist es, richtig. Naja, nach einer gewissen Zeit, jetzt ist doch wieder seit 11 Jahren fast das Museum geöffnet, fängt man natürlich an, die alten Ausstellungen neu zu machen, weil man auch vielleicht neue Exponate bekommen hat, neue Erkenntnisse hat und einfach schöner machen will. Und was macht es jetzt hier? Schöner oder neu? Ja, das ist jetzt der Lieblingsraum eigentlich. Dein Lieblingsraum? Ja, ist mein Lieblingsraum, weil wir hier wirklich unsere Eigenfunde ausstellen können. Die haben wir auch jetzt schon immer gezeigt, aber eben in einem kleineren Rahmen. Und jetzt machen wir das deutlich größer. Und was war dein größter Fund? Ja, der größte Fund war der echte Unterkiefer, fast komplett von einem bayerischen Schreckenstier, vom Urelefanten. Aber wie findet man das? An welchen Stellen sucht man da? Das ist Glück. Also so ganz gezielt suchen ist schwierig. Es gibt natürlich Kiesgruben, wo man eher weiß, da kann was rauskommen. Aber was dann wirklich rauskommt, ist echt, manchmal fährt man Tage, Wochen, Monate hin und es kommt gar nichts. Aber das machst du. Du fährst dann Orte und dann tust du da mit dem Spaten, oder wie funktioniert das? Ja, mit dem Spaten. Es ist in der Regel so, wird der Kies ja gewaschen. Das ist ein kommerzieller Abbau. Und wenn der Kies gewaschen wird, dann fallen am Anfang die Drecksbatzen runter, die großen Stücke. Und da findet man dann immer wieder mal eben solche Sachen. Aber jetzt von wegen Baustelle. Du hattest eine Riesenbaustelle, ist jetzt keine mehr, oder? Zum Glück nicht mehr. Die ist jetzt fertig, jetzt? Unsere neue Dino-Halle. Da gehen wir jetzt auch hin. Genau. Wir sind in Taufkirchen an der Vils. Und wir dürfen uns heute das Urzeitmuseum anschauen. Und jetzt sind wir schon ganz gespannt auf die neue Dino-Halle mit Bayerns größten Dino-Skelett. Man weiß natürlich gleich, was das Besondere ist. Ja, klein, aber fein. Nein, ganz groß ist unser Goliath. Ja, das ist das Skelett eines Brachiosauriden als Abguss und die Originalknochen liegen drunter. Der ist ja wirklich riesig. Ja, der gibt zumindest einen Einblick in die Zeit von damals, vor 150 Millionen Jahren, welche Giganten da rumgelaufen sind. Und man sieht auch, er musste ja den Hals nach unten recken, weil eigentlich, wenn er den Hals nach oben gestreckt hätte, wie er normalerweise auch gegangen wäre, dann wäre er ungefähr 9 bis 10 Meter hoch gewesen. Aber da war die Halle dann doch zu klein. Und hier habt ihr die Originalknochen auch liegen. Und das sind nicht Knochen, das ist dann Abguss. Das ist ein Abguss, Knochen, richtig. Und die Originalknochen, die liegen, die sind einfach viel zu schwer. Ach, das ist der Grund. Genau. Was haben wir hier? Da leben sie noch. Ja, wir, Jurassic Park live. Gell? Also wir lassen unseren kleinen T-Rex immer als Schreck laufen. Wenn man vorbeigeht, fängt er auf einmal an, sich zu bewegen. Ja, es muss einfach sein mittlerweile. Nicht so viel Disneyland in Anführungsstrichen, aber ist eine ganz nette Ergänzung. Da kann man sich genau vorstellen, wie sie halt aussahen. Ja, kann sogar mit den Augen zwinkern. Oh. Was ist das hier für einer?
Ja, es ist eben nicht das Baby von unserem großen Goliath, sondern es ist auch ein Langhals. Schaut genauso aus, aber im Zwergformat. Und tatsächlich war es ein Zwergdinosaurier, ein Zwergsauropode, dessen Knochen man in Norddeutschland gefunden hat. Also er heißt Europasaurus. Und ist ganz witzig, der lebte eben vor 145 Millionen Jahren oder 150 Millionen Jahren auf einer kleinen Insel. Und ja, die Tiere haben zwei Möglichkeiten, wenn sie groß und schwer sind und auf Inseln leben. Entweder sie sterben, weil sie einfach keine Nahrung mehr finden, oder sie werden klein. Und sowas nennt man dann eben auch Inselverzwergung. Und wir haben sogar einen Teil der Originalknochen ausgestellt, was nicht häufig ist. Das ist eine Dauerleihgabe. Aber ich meine, dass diese Verzwergung stattfand, das dauert ja auch wieder Tausende von Jahren, oder? Dass die dann kleiner wurden. Naja, ich sage in meinen Führungen immer das Beispiel mit den zwei Goldfischen. Also wenn ich einen Goldfisch in ein kleines Aquarium tue und den anderen in einen riesen Teich, dann merkt man nach 3-4 Jahren schon, dass der im Teich sich besser entwickelt, der wird größer als der im Aquarium. Also es so ist schon, kann man das doch es sehen. Geht relativ schnell. Ja, also dass das jetzt bei denen innerhalb von einer Generation stattgefunden hat, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber trotzdem es ist schneller als der große Brachiosaurus im Mini-Format. Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war jetzt nur ein kurzer Abriss hier vom Urzeitmuseum in Taufkirchen. Fahren Sie mal her und nehmen Sie sich ein bisschen Zeit mit, weil hier kann man wirklich ganz viel anschauen. Vielen Dank, Peter. Ja, gerne. Danke auch.